So, hallo lieben Christian Schumann-Pater auf dem Coach, Diplosiologe und diesmal Videoblog rund mit Themen Definition Liebe. Heute haben wir mal wieder so eine Frage aus einer beginnenden Beziehung, wo es darum geht, der Partner ist in irgendeiner Single-Gruppe, hat er nur sozusagen freizeitmäßig zu tun, was macht man damit, ne? Ist das akzeptabel? Und schauen wir mal. Ansonsten lasst mir gerne ein Abo da. Ich habe mir überlegt, wenn wir bis Weihnachten bei 50.000 sind, dann haue ich 50 Glückskurse für euch raus. Also abonniert mal den Kanal. Das müssten wir das hinkriegen. Ansonsten gehen auch sehr bald jetzt meine Ausbildung los. Also bis Ende Oktober ist da jetzt noch Frühbucherpreis. Nutzt das gerne noch, wenn ihr da reinkommen wollt. Also einmal für Dating Coach, dann Umgang mit toxischen Beziehungen und Paarberatung. Drei verschiedene. So, jetzt geht's aber los von Anna Trolevskola. Relativ kurze E-Mail. Ich brauche mal deinen Rat, Christian. Ich bin 60 plus und habe zwei Ehen hinter mir und auch einige toxische Beziehungen. Habe meine Beziehungsmuster in den letzten Jahren erkannt und abgearbeitet oder ausgearbeitet. Habe jetzt seit ein paar Wochen einen neuen Partner und es ist sehr schön mit ihm. Bis auf eines, was mich stört. Er ist Admin in einer Single-Gruppe. Also ich vermute mal irgendeine Online-Gruppe, Gut, Admin heißt ja nicht mal, dass es seine Gruppe ist, sondern dass er irgendwelche... Meistens sind das ja so Moderationsrechte und vermuten wir, es ist irgendwie so ein bisschen, vielleicht ist er auch 60 plus, keine Ahnung, seine Freizeitgeschichte ist. Er hat kein Interesse da an einer Frau. Aber es dürfen nur Paare da drin bleiben, wenn sie sich dort in dieser Gruppe auch kennengelernt haben. Daraus ziehe ich jetzt mal, dass es nicht nur eine Single-Gruppe ist, sondern auch eine Paargruppe, wenn man sich da kennengelernt hat. Also es ist nicht rein Single. Wir kennen uns aber woanders her. Er möchte unbedingt Admin dort bleiben und ich soll in dieser Gruppe beitreten, damit wir sagen können, dass wir uns dort kennengelernt hätten. Das geht mir gegen den Strich. Am liebsten möchte ich, dass er da rausgeht, aber das will er nicht. Dadurch haben wir jetzt Streit. Ich möchte von dir wissen, ob ich zu kleinkariert denke. Das ist wieder so Fragen, Leute. Ihr macht mich fertig, ey. Also in letzter Konsequenz musst du das natürlich wissen, ne? Was auch immer ich sage oder was in den Kommentaren steht, letzten Endes entscheidest du das. Aber wir wollen mal so ein paar typische Lineale mal anlegen an die Situation und ich finde es nicht so 0-1, das kann ich schon mal gleich sagen. Also fangen wir mal an. Das erste Lineal, was man halt anlegt, oder das erste Maßband, was man anlegt, ist eigentlich, dass man sagt, okay, was ein Partner vorher gemacht hat, was für Freunde er hatte, was für einen Beruf er hat, was für Hobbys er hatte, sollte man auch in der Beziehung fortführen können. So, dann ist natürlich das zweite Maßstab ist gleich, das ist so gut, wenn man jetzt natürlich vorher, Rudelsex betrieben hat oder irgendwie sowas, geht's natürlich nicht, ne? Kann man, das ist sozusagen die Ausnahme davon, so, ne? Also irgendwas, was jetzt die Beziehung, was jetzt in einer monogamen Beziehung, die ihr wahrscheinlich habt, im Wege steht. Diese beiden Maßstäbe liegen natürlich hier so ein bisschen über Kreuz. Also ja, offensichtlich ist das ein Hobby von ihm so. Und jetzt natürlich, also ein bisschen, die Frage ist natürlich die Intention. Warum ist er da jetzt noch, ne? Ich meine, es ist ja auch, also natürlich sollte man eigentlich, wenn man nicht mehr Single ist, eine Single-Gruppe verlassen, ne? Ich meine, es ist eigentlich so, würde ich mal sagen, gesunder Menschenverstand. Aber wie gesagt, ich könnte mir jetzt vorstellen, man, gerade bei Männern ist es ja manchmal mit Freunden und Kontakten auch so ein bisschen dünn, wenn man älter wird. So, es ist ja auch nicht immer alles so easy. Und denke mal, dass er, vielleicht hat er auch seine Freunde da in dieser Gruppe, ne? Und vielleicht trifft man sich nicht ständig, sondern ja, es ist vielleicht irgendwie eine Online-Gruppe oder sowas. Und und dann ist das vielleicht Teil seines sozialen Zirkels, aber letzten Endes ist es natürlich eine Single-Gruppe, also was jetzt für mich schwer zu beurteilen ist, warum ihm das so wichtig ist. Ist das jetzt wirklich sein einziger sozialer Kontakt, den er ja hat, weil er könnte, weiß ich nicht, ja gut, wenn er kein Admin ist, müsste er auch nicht mehr drinbleiben, weil er ist ja nicht mehr Single.
Aber ich muss natürlich auch ganz klar sagen, ich kann deine Bedenken da natürlich absolut verstehen. Klar, ne? Wer will schon einen Partner haben, der weiter in der Single-Gruppe ist? Ich finde trotzdem, dass er, kann man jetzt auch diskutieren, aber ich weiß nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, dass er jetzt ja durchaus einen Vorschlag gemacht hat. Er ist jetzt nicht komplett unkonstruktiv, dass er gesagt hat, du, es gibt ja, wir können da ja gemeinsam drin sein, du trittst auch ein. Muss ja deinen Namen auch nicht sagen und so. Und dann, ja, ist das eben, bist du auch eben in diesem Kreis mit drin, so, ne? Aber was natürlich weiter passieren kann, und wir wissen ja, die Welt ist jetzt nicht immer einfach irgendwie, natürlich könnte er weiter sich da mit Frauen schreiben, ohne dass du es mitkriegst. Ich meine, aber ich will jetzt nicht sagen, dass er nichts anbietet, weil du wärst ja dann seine offizielle Freundin da in der Gruppe. Das heißt, wenn er sich mit Leuten schreiben würde, könntest du davon ausgehen, dass das auch irgendwann dir zugetragen wird, sag ich mal so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du da, also er wird ja zu dir stehen, habe ich jetzt so verstanden. Ihr seid gemeinsam als Paar in dieser Gruppe und ich würde durchaus sagen, das ist ein konstruktiver Vorschlag jetzt so. Trotzdem ist, ich meine, schon echt eine sehr ungewöhnliche Mail. Das ist so ein bisschen, wie mein Partner arbeitet bei Tinder und muss da leider aus technischen Gründen auf der App sein irgendwie. Jetzt muss ich eigentlich auch sagen, jetzt so das letzte Maßstab, den wir mal anlegen, ist, du hattest ja schon einige toxische Beziehungen. Und eigentlich, das muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen, eigentlich will man will einfach eine Beziehung haben, gerade nach, wenn man toxische Beziehungen hatte, wo man nicht immer nachdenken muss und überlegen muss. Und andererseits, gut, es kommt noch ein Maßstab, ja, bis deutlich über 60 und man ist vielleicht auch froh, dass man überhaupt jemand gefunden hat. Ist ja auch, wird ja auch nicht einfacher unbedingt und also für Männer nicht, für Frauen nicht und vielleicht will man da jetzt auch, wie du schon sagtest, nicht zu kleinkariert sein, so, ne? Also letzten Endes, hört sich das vielleicht so ein bisschen an nach 50-50, ist auch wirklich schwer zu entscheiden, so muss ich echt sagen. Aber, also ganz ehrlich, wenn dich das stört und wenn das für dich nicht akzeptabel ist, so, ne, und du da für dich deine Gründe hast, warum du das nicht willst, ist es in letzter Konsequenz auch egal, ob du das kleinkariert findest, ob er es kleinkariert findest, das ist ein gutes Recht zu sagen, das geht für mich nicht. Also das ist auch, Standards und Dealbreaker hängen eben nicht vom Partner ab. Das ist ja das Wichtigste. Und wenn das für dich, wenn du sagst, das sage ich jetzt gleich, sage ich gleich von Anfang an, das ist für mich ein Dealbreaker, so wenn du da weiter bleibst. Also ich kann verstehen, dass du das möchtest, ne? Aber es geht für mich nicht, dann geht's für dich nicht. Nur dann, wenn er dann sagt, ja, für mich ist es ein Dealbreaker, das jetzt zu verlassen hier, finden wir jetzt auch nichts Illoyales unterstellen jetzt mal gleich, dann geht es eben nicht zwischen euch beiden. So, ne? Also letzten Endes, hör da auf, also das ist, glaube ich, wäre so mein Rat, hör da auf dein eigenes Bauchgefühl, wenn das deine Entscheidung ist. Ist es deine Entscheidung? Das ist jetzt auch eine relativ kurze Mail, also du wirst da sicherlich noch viel mehr Hintergrund Informationen haben, ob das irgendwie Fremdgehpotenzial beinhaltet, ob das irgendwie toxisch werden könnte, du hast ja auch Erfahrungen damit. Da würde ich tatsächlich sagen, lass es. Also das ist auch, wenn man älter wird, das ist kein Grund, eine unsichere Beziehung zu führen. Ne? Also das ist ja, was wir immer vertreten. Nichts geht über einen Seelenfrieden, egal in welcher Lebenssituation du bist. So, ne? Also insofern, wenn das deinen Seelenfrieden stört, nachhaltig, und du einfach nicht reingehen willst und das Gefühl hast, dass es Tür und Tor geöffnet, dass ich nur wieder verletzt werde, dann lass es oder mach eine Freundschaft plus oder was auch immer. Dann ist es eben so, ne? Aber ich würde jetzt nicht, also wenn das für dich wirklich nichts ist und du auch nach reiflicher Erforschung da zum Grund gekommen bist, dass es auch jetzt nicht nur ein Ego-Problem, und selbst wenn es auch nur ein Ego-Problem wäre, ist es eigentlich egal, so, ne? Und selbst wenn du jetzt, was du nicht bist, finde ich, aber selbst wenn du jetzt kleinkariert wärst, wenn es so ist, dann ist es so. Ne? Also wenn du es nicht kannst, dann kannst du es nicht so. Ne? Das wäre so mein Rat. Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr auch noch einsteigen.
Da im Oktober gibt es ja bei mir Selbstliebe-Challenge, Manifestation-Challenge und Drama-Challenge. Sehr spannendes Programm. Ansonsten gibt es natürlich auch, für die, die jetzt neu hier sind, schaut einfach mal vorbei oder geht in die Liebeship-App. Die Kurse, die es dauert, gibt meine Hauptkurse. Ich kann immer nur wieder jedem meinen Signature-Kurs ans Herz legen und Programmierungs-Liebeships. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.